Die Maxwell-Kleinseilbahn ist eine von der Bedienung und Montage her einfaches und vor allem preiswertes Gerät zur boden- und bestandsschonenden Holzbringung im steilen und unwegsamen Gelände. Für die Montage werden zwei Männer benötigt, die ca. 2 Stunden am Aufbau arbeiten. Weiters ist darauf zu achten, dass die eingesetzte Seilwinde über eine Bremse verfügt. Die Bahnlänge kann je nach Seilfassung der Winde bis zu 300 Meter betragen. Das 12 bis 14 mm Tragseil hat eine Tragkraft von bis zu 1000 Kilogramm und durch den seitlichen Zug von bis zu 30 Metern kann auch Holz geborgen werden, welches abseits der Seilbahn liegt. Die Kleinseilbahn ist prinzipiell für Kopfhochrückung bergauf konzipiert. Als bergseitiger Stopp wird eine Sperrvorrichtung verwendet und den talseitigen Stopp erreicht man mit Hilfe von einem Ring, Schäkel oder einem hydraulischen Stellapparat. Unter bestimmten Voraussetzungen und mit speziellem Zubehör ist auch eine Bergabseilung, Transport über längere Distanzen und in ebenem Gelände möglich. Bei schwierigen Verhältnissen ist dieses Hubrollenlaufwerk in Verbindung mit einer Seilwinde preis-leistungs- und kosten-nutzen-mäßig unschlagbar. Die Firma Maxwald bietet auch komplette Pakete, daher das gesamte für die Montage und den Betrieb benötigte Zubehör an und können dabei auf Referenzen in der ganzen Welt verweisen.